Hallo, liebe Reisefreunde, schön, dass ihr vorbeischaut. Ende Juli waren wir in Dänemark auf der Insel Rømø, auf einem wunderschönen Stellplatz, und den möchten wir euch jetzt vorstellen. Fahren wir auf die Insel Rømø. Dort werden wir ein paar Tage bleiben, bei hoffentlich sehr schönem Wetter. Und rechts und links ein bisschen Watt und ein bisschen Meer. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Wir sind jetzt fast über dem Damm drüber. Ja, und hier kann man mit dem Auto drüber fahren, im Gegensatz zum Hindenburgdamm. Da muss man ja nur den Zug nehmen. Aber hier geht das alles so und ja, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Die ersten anderthalb Tage war es sehr stürmisch auf Rømø. Das freut natürlich unsere Stellplatznachbarn, junge Leute, die dann den ganzen Tag beim Kiten oder Surfen waren. Das änderte sich Gott sei Dank nach 2 Tagen und dann ging nur noch Stand-Up-Paddling. Gudrun, komm vom Wäsche waschen. Hat alles geklappt? Alles geklappt. Alles wunderbar, richtig trocken ist, und ich muss immer ein bisschen aufhängen. Sehr leer, ne? Wir sind alle am Strand mit ihrem Wohnmobil. Ein Hemd trocken? Hemd trocken, kannst direkt wieder anziehen. Wir haben ja sonst nichts. Nein. Oh, guck mal, was da oben für Möwen sind. Uiuiuiui. Das gibt's ja nicht, oder? Du Schande. Hunderte Möwen. Ist da hinter eine Müllkippe oder was? Dieser Platz ist natürlich fantastisch angelegt und deswegen ist er auch so beliebt. Aber darüber gibt es hier schon hunderte von Filmen bei YouTube. So einen Platz würde ich mir irgendwo in Deutschland wünschen. Irgendwo bei Kühlungsborn oder auf Rügen wäre bestimmt auch nicht schlecht. Naja, außer dem Platz wollen wir euch jetzt nach unserer Reise nach Sylt zeigen und dennoch die Fahrt, wie es am Strand aussieht mit den Wohnmobilen. Gudrun und ich, wir kennen Sylt beide von früheren Reisen, die wir allerdings nicht gemeinsam gemacht haben. Und wir waren gespannt, wie uns Sylt jetzt gefällt. Wir waren schließlich schon einige Jahre nicht mehr auf Sylt. Und ja, wir hatten fantastisches Wetter. Die äußeren Anzeichen waren sehr gut. Und wir haben gehofft, dass uns Sylt noch genauso gefällt wie früher. Erste vom Bord sind leere Bierkästen. Wir fahren jetzt nach Sylt rüber und haben natürlich Platz in der ersten Reihe. Ja. So sieht es aus, wenn man hier im Lift mit dem Schiff ankommt. Bisschen wie Rummel. Wir waren hauptsächlich in Westerland. Also an den Strand kommst du nur, wenn du Kurtaxe bezahlst. Ohne Kurtaxe darfst du nicht mal am Strand spazieren gehen. Ansonsten waren wir von unserem Sylt-Besuch, zumindest vom Westerland, sehr enttäuscht. In der Strandstraße Obdachlose mit Alkoholproblemen aus Osteuropa, die da gebettelt haben, und in der Friedrichstraße, der Promenierstraße, naja, auch viele Betrunkene und Punkies da, die gebettelt haben. Also so schön wie früher war es auf jeden Fall nicht mehr. Es war heute ein toller Tag auf Sylt. Das ist der Hafen von List. Das Tor ist auf, damit die PKWs und LKWs reinfahren können. Wir haben heute wunderschönes Wetter und nicht so einen Sturm, wie wir gestern hatten.
Und das da hinten ist Römmel. Da fahren wir jetzt wieder hin. Hier ist der Hafen von List. Die Fahrzeuge da, die kommen jetzt noch alle hier auf die Fähre. Und das hier ist die Wattseite. Da drüben ist die Küste von Dänemark. Ich weiß gar nicht, ob ihr die überhaupt sehen könnt. Heute Traumwetter an der Nordsee. Ich habe mich schon ein bisschen vorgekommen. Dich versteckt? Ich habe mich versteckt. Erst die Pkw und dann die Lkw. Jetzt kommt der Lkw. Für ihn ist das Maß dabei. Da kommen vom ADAC und schleppen ein Wohnmobil auf die Fähre. Ein Karthago. Naja, vielleicht hat er Sand ins Getriebe bekommen, der Ärmste. Also ich muss gestehen, Westerland hat mir noch nie so besonders gut gefallen. Orte wie Wenningstedt, Keitum oder Kampen finde ich viel attraktiver. In Kampen gibt es auch einen tollen Golfclub. Das Wetter ist halt bombig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir Ende Juli oder schon Anfang August haben. Ich glaube Ende Juli. 29. Juli haben wir, sagt Gudrun. Jetzt geht die Klappe runter. Der Vorteil bei dem Boot ist, man fährt vorwärts drauf und fährt auf der anderen Seite auch vorwärts wieder runter. Das ist angenehm für die meisten Autofahrer. So, jetzt möchten wir euch noch zeigen, wo man in Röme mit dem Wohnmobil an den Strand fahren kann. Für den einen oder anderen sehr interessant. Uns hat es nicht so interessiert. Heute ist etwas starker Gegenverkehr mit Pferden. Jetzt kommen wir an der Stelle, wo man mit dem Auto an den Strand fahren kann. Ich hoffe, das klappt mit dem Fahrrad auch. Hier sieht es noch nach toller Natur aus. Und hier sieht es nach einem Strand aus mit ganz vielen Wohnmobilisten. Ja. Es war schön am Strand zu stehen, aber das Wasser ist noch ein paar Kilometer weit weg. Naja. Der Teufel los. Jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem Fahrrad bis zum Wasser kommen. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir hier mit dem Fahrrad kommen. Also man darf ja nicht übernachten, man darf ja an den Strand fahren, aber nicht übernachten. Die Nummer haben wir schon mal in St. Peter-Ording probiert und sind kläglich gescheitert mit unserem Fahrrad. Ich hoffe, heute wird es etwas besser. Halt an, es macht keinen Sinn, wenn du Angst hast. Fahren wir zurück. Das ist... Dünn vor... dem Strand von Römmel.
Wohl passt auf die Pferde auf. Es sind keine Seepferde. Gudrun hat gesagt, sie will nicht aufs Pferd. Sehr bedauerlich. Reiterpause. Wo ist die Brotzeit? Gott. Das ist ja super. Haben wir Brot dabei für die Nein, Tiere? Nein, darfst du nicht geben. Nein. Nicht geben. Ja. Wir marschen durch die Dünen. Auf Räume. Jetzt noch ein steiler Anstieg. Geschafft. Das ist der Ausblick. Ach, da warten wir wieder am Strand. Traumwetter. Und das da hinten. Vielleicht könnt ihr das gar nicht sehen, das ist wild. Da waren wir gestern. Tolles Wetter. Wettermäßig. Ein Traumtag. Wunderschön an der Nordsee, wenn du so tolles Wetter hast. Jetzt mal gucken, ob ich Gudrun zu einem Ausritt überreden kann. So, jetzt aber hopp. Die kommen alle vom Strand. Vielleicht sind es doch Seepferdchen. Eine schönere Art der Fortbewegung. Besser wie Auto oder Fahrrad. Ja, auf jeden Fall, wenn man keine Angst vor Pferden hat. Ich bin früher gerne mal geritten. Okay, da war ich noch viel jünger. Das Wetter heute ist traumhaft, gell, Gudrun? Ja. Heute ist das an der Nordsee. Ganz, ganz besonders. Gestern war es schon schön. Aber heute, dadurch absolute Windstille, würde ich sagen, im Gegensatz zu den Tagen vorher. Und also wirklich total toll. Und auch nicht zu warm. Die Landschaft ist ja toll, aber viel außer Landschaft und Wasser gibt es ja nicht. Gell? Viel Gegend, wie ich viel immer so Gegend. Schön sage. Ja, genau. Aber ich liebe das hier. Also ich liebe die Nordsee und die Ostsee. Mir fehlen also die Berge. Die Ostsee eigentlich noch mehr. Ja. Ja, die Ostsee war schön. War schöne ja, Filmchen total gemacht. Toll. So, liebe Reisefreunde, als erstes bedanken wir uns für euer Interesse. Uns hat sehr gut auf Römmi gefallen. Die Reise war wirklich wunderschön. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund. Liebe Grüße von Gudrun und Rainer. Tschüss.